Willkommen zurück zu Folge 10 von Resident Evil 3. Moin moin, hier ist der Angelus. So, wir sind an der Tankstelle gewesen, haben den Nemesis erstmal aufhalten können mit dem Tankwagen. Aber wir werden ihn sicherlich noch häufiger antreffen hier. Hier sind wir erstmal wieder Richtung U-Bahn unterwegs mit Carlos. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode, Folge 10 schon. Danke an alle, die hier, ja, schon 10 Folgen hier mit dabei sind am Start. Danke für eure Unterstützung und den Daumen nach oben. Dankeschön. So, Carlos, geh. Wir haben es eilig, glaube ich, oder? Fast. Aber ich habe lange keinen Safe-Punkt mehr gehabt hier. Carlos, ich weiß, wir hatten keinen tollen Start, aber danke für die Rettung. Hey, du hast mich zuerst gerettet. Du bist einiges mutiger als ich. Wieso habe ich die denn... Was zählt ist, dass wir jetzt alle aus der Stadt bekommen. Ja, dann bist du sicher. Ja, dann bin ich sicher. Naja, und du nicht? Da oben haben wir die alte Kiste wieder. Yay. Wieso habe ich ihn denn zuerst gerettet? Das stimmt doch gar nicht. Jill wurde gejagt vom Nemesis, dann kam er mit dem Raketenwerfer, hat sie gerettet. War er so das erste Mal. Er hat Jill das erste Mal gerettet. Und dann kam das erst danach mit der U-Bahn. Also der hat selber nicht richtig aufgepasst hier. Haben die Schreibmaschine geklaut? Die Kiste ist hier. Inventarbox, ja. Die Schreibmaschine ist weg. Wer klaut denn hier einfach Schreibmaschinen? Wenn ich den in die Finger kriege. Okay, so, was nehme ich denn alles mit? Eigentlich alles, oder? Eigentlich alles, jo. Warum nicht? Vielleicht kommt ja bald nochmal ein Kampf. Nehme ich noch Granaten mit? Ein Erste-Hilfe-Spray dabei. Komm, nehme ich nochmal Granaten mit. Nur noch einen Platz. Wenn hier kein Speicherpunkt ist, ist es ja, weiß ich nicht, ganz merkwürdig. Einfach die Schreibmaschine geklaut. Gut, vielleicht hat er einer mitgenommen in die U-Bahn rein. Weil er vielleicht nochmal was schreiben wollte. Kann man die dunklen Wetter hier lesen? Nee. Warum liegen hier eigentlich in der U-Bahn-Station solche Zettel? Wie es aussieht, werde ich die Bahn nicht nehmen. Ah. Wieso nicht? Es kommen neue Befehle. Okay. Wenn das hilft, die Stadt zu retten, macht mir das nichts aus. Gut. Er hat also andere Befehle und bleibt hier. Hier ist nichts mehr. Muss ich dann mit den anderen Chaoten fahren? Mit Nikolai und so? Das ist Michael. Der andere ist neu. Gute Arbeit. Dein Ruf ist wirklich verdient. Steig ein. Die U-Bahn fährt gleich ab. Carlos, Tyrell, ihr habt eure Befehle. Ihr müsst wieder raus in die Stadt und Nathaniel Bark finden. Das ist nicht der letzte Zug raus, oder? Keine Sorge, sobald die Zivilisten sicher sind, kommt die Bahn zurück. Schon gut, geh ruhig vor. Ich gehe schon nicht drauf und lasse dich in der kalten Welt ohne Carlos zurück. Hm? Okay. Ihr müsst diesen Forscher finden. Sein Impfstoff könnte uns alle retten. Nathaniel. Du lernst. Nur dein eigenes Leben ist wichtig. Viel Glück. Abfahrt! Mit den beiden will ich nicht fahren. Die sind doof. Nathaniel wollen die finden, okay. Einen Tag später noch schon. 29. September, 2.11 Uhr. Du glaubst nicht wirklich, dass ein Schreibtischtäter wie Bart noch lebt, oder? Angeblich tut er das. Warum? Sorgst du dich um deine Kollegen? Oder was anderes? Komisch, dass hirnlose Zombies einer Kolonne so auflauern konnten. Komisch, dass das Tor verschlossen war. Meinst du nicht? Was war das? Da habe ich ein ganz mieses Gefühl. Wieso ist dieses Arschloch nicht tot? Nein, lass es. Komm, hier lang. Toll, danke schön. Oh, C4. Nikolai, was machst du? Er ist nicht hinter mir her. Nikolai! Nein! Get over here! Von meinem Zug, Dreckskerl!
Sehr schön. Michael hat das C4 von Nikolai mitgenommen. Somit hat er wenigstens noch Jill retten können. Praktisch. Hat sich geopfert, um sie zu retten. Flucht aus der Stadt, ja. Aber mehr oder weniger erfolgreich. Alter, ey. Geht aber wieder haarscharf los hier. Schöne Bilder aber, wie er da stand, so mit dem abgerissenen Dach beim Zug. Das sah schon geil aus, weil dann auch alles gebrannt hat und sowas. Das können sie schon mit der Inszenierung. 29. September, 2:34 Uhr. Oh. Ist eine Weile her. Die U-Bahn müsste aus der Stadt raus sein. Mit einem heißen Date? Ach nee, so eine ist sie nicht. Sie ist ganz anders. Szenariowechsel. Die gehen ins Polizeirevier. Okay, behalt einen klaren Kopf, Romeo. Hier ist die Polizeistation. Ganz sicher? Sieht mir eher wie ein Friedhof aus. Okay, wir sind Carlos. Wir spielen jetzt mal Carlos. Einfach so mittendrin. Der Charakter gewechselt. In der Polizeistation. Hier bin ich auch mit Leon reingekommen. Über den Friedhof. Interessant. Dad, halt! Zieh! Jetzt, was, Brad? Komm schon, Mann! Nicht du auch! Zombie-Brad! Ah! Tut leid! Den kennen wir! Cool! Jetzt wissen wir, wie er gebissen wurde. Der andere, der Wachmann eben. Verschlossen! Bleib bei der Tür! Ich erledige den hier! Na dann. Komm doch her! Na komm mal, ich hab ein Sturmgewehr. Kipp doch mal um! Ist Brad jetzt ein besonderer Zombie? Lass ihn, komm! Lass ihn und komm, ja. Wenn er wenigstens einmal umkippen würde, dass ich hier mal an ihm vorbeikomme. Ja, so zum Beispiel. Oh, Ex-Sternchen. Ex-Stars. Aber jetzt wissen wir, wie der andere Officer. Das ist die erste Person, die. Also je nachdem, wie man zuerst spielt. Wenn man reinkommt ins Polizeirevier, dann trifft man den. Der rettet einen. Und dann stirbt er nachher, weil er gebissen wurde. Aber jetzt haben wir hier gesehen, warum er gebissen wurde. ID-Card brauche ich von ihm. Brads ID-Karte. Er gehört zu Stars. Das könnte nützlich sein. Ja, oben, wir haben ja im Polizeirevier das Stars-Labor. Das Büro. Ich komme ja auf Labor. Wo ist der Kopf hin? Ha. Weiß nicht, mir egal. Erledigen wir den Job. Wenn der unsere ist Infos in noch stimmen, dann ist Bart im Stars-Büro. Ja. Finden wir ihn und nehmen ihn in Gewahrsam. Oh, gut. Gewahrsam? Ich dachte, das ist eine Rettung. Carlos, sieh dir das an. Hier sind wir durchgekrabbelt. Das Stars-Büro gefunden. Ist also alles auch noch vor, bevor die anderen hier eintreffen. Carlos, beweg deinen Arsch hierher. Ja, doch. Claire und Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Okay, gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Hey, sei vorsichtig. Ja. Du auch, Mann. Er hat eine eigene Kiste, da sind keine Sachen drin. 161 Schuss davon noch, 15 da und die ID-Karte, okay. Also, Digga, hau rein. Das Tor hat er aufgemacht. Wir sind wieder im Polizeirevier. Interessant. Das haben sie doch nur gemacht, damit sie nicht so viel nachbauen müssen für das Spiel, oder? Dass man hier nochmal herkommt. Gut, storytechnisch müssen sie noch jemanden rausholen, aber sonst ist man einfach wieder hier drin. Ich finde es nicht so schlimm. Also es war ja gut gemacht. Fußschritte hier, die sind von dem verletzten Polizisten. Gibt's hier noch was? Nee. Hier die Statue, darunter war ja der Weg nach draußen. Kraut
haben wir noch. Ich will erstmal alles hier in diesem Bereich aufheben. Ah, das war's schon. Ist grün. Vielleicht haben wir oben noch was. Bereich sicher. Bereich ist sicher, das ist schön. Es wird sicherlich jetzt nicht alles zugänglich sein hier im Polizeirevier. Nur das, was jetzt für die Geschichte notwendig ist, die wir gerade hier spielen. Warum ist denn das hier verbarrikadiert und später, wenn man hier ist, nicht mehr? Das macht ja gar keinen Sinn. So niemand da, der das wieder wegnimmt. Man konnte ja durch. Wenn die also vorher hier waren, warum laufen denn später noch so viele Zombies hier drin rum? Das ist mal eine seltsame Tür. Lass sie. Wir sind wegen Bart hier. Das ist die Peak-Tür. Brauchst einen Peak-Schlüssel für. Ah, okay. Alles abgelaufen, das war's. Ich wollte natürlich nichts liegen lassen, ne? Ammunition. Immer was Schönes. Wir sind wegen Bart hier. Die Bart, die. Noch so eine komische Tür. Guck mal, auch hier, das Ding ist noch voll heil mit dem Dings. Das mussten wir reparieren. Was ist das für eine Kiste? Ah, Sicherheitslinie zu ID-Karten. An jedes Mitglied der Truppe wurde eine ID-Karte ausgegeben. Mit dieser Karte können Sie ab heute alle Aufbewahrungskisten öffnen. Leihen Sie diese Karte nicht aus und verwahren Sie sie sicher. Wenn Sie Ihre Karte verlieren, ist der Verlust umgehend zu melden. Okay. Munition fürs Sturmgewehr. Cool. Gut, dass ich meine ID-Karte nicht verliehen habe. Ich habe sie geklaut. Oh, oh. Da sind noch Überlebende. Oh, oh. Ist das ein Licker? Was zur Hölle war das denn? Jetzt kommen noch Licker. Die ersten, die hier waren. Der Typ, der wurde so sein Gesicht weggefressen. Den hat man doch so finden können. Und dann gab es diese coole Szene, wo sein Gesicht so halb weg war im zweiten Teil. Das war kein Zombie. Nö. Ah, so ist er da hingehongen worden. Ist voll gut, was wir jetzt so Sachen sehen, wie sie passiert sind, die wir im zweiten Teil ja so vorgefunden haben. Also wenn ihr das Let's Play vom zweiten Teil nicht gesehen habt, halt macht halt jetzt einiges viel, viel Sinn. Das haben sie gut gemacht, eigentlich. So die Zusammenhänge halt. Ist schon wieder weg. Gott sei Dank. Okay, oh. Geht wieder los. Warte mal, ich brauche doch nicht das Sturmgewehr gegen den, ey. Oh, kritischer. Gegen den brauche ich so auf jeden Fall ein Sturmgewehr. Du kommst jetzt nicht hier rein. Ach, der ist ein normaler Zombie. Ich dachte eben schon. Noch einer. Bleiben Sie bitte stehen, Sir. Letzte Warnung. Ja. Hä? Das war so... Zum Sterben ist er umgefallen, lol. Gott sei Dank. Oh Mann. Nette RPD-Begrüßung. Findest du? Das habe ich mir netter vorgestellt. Die Tür ist immer noch verrammelt da vorne. So, das Büro hier. Hier gibt es auf jeden Fall Munition. Da konnte man doch auch noch da durchs Fenster klettern. Eigentlich früher mal. Später. Diese Zeitlinien, ey. Eine Blendgranate? Das ist nicht so geil. Das war's. Blendgranate konnte man halt Zombies in den Mund stecken, wenn die einen angebissen haben, ne? So war es doch. Sturmgewehrmuni. Locker Room. Bist du da? Da ist was echt Übles hier drin. Keine Ahnung, was das ist. Was echt Übles? Na gut,
Ich schau mit den Kameras. Pass auf dich auf. Jo, den Licker meint er. Hier, Locker Room Cap. Mal gucken, ob wir da oben den Spind öffnen können. Das war ja eine Spind-Kombination. CAP. Wenn ich nach oben komme, vielleicht. Das geht ja in die Richtung. Natürlich, diese Peak-Schlüssel-Dinger kann ich natürlich nicht öffnen. Was ist eine Kiste? Alter, sind hier viel. Ah ja, der von hinten steht natürlich auch auf. Wo ist denn die Tür? Scheiße. Das läuft nicht. Das ist zu eng hier. Geh mal Sturmgewehr raus. Ah, und ich bin tot. Ja. Na. Ah. Die Position war ätzend, um von drei von denen in die Ecke drängen zu lassen. Dann nehme ich gleich das Sturmgewehr raus und dann ballere ich mich lieber damit durch. Für mehr Schusskraft, keine Ahnung. Die Pistole ist einfach nicht schnell genug, um die auszuschalten. Oh. Wir sind wieder hier. Toll. Da, also bei Jill sind die Checkpoints aber sehr viel schöner gestellt. Wenn ich das mal so sagen darf. Komm doch her! Siehst auf! Ja, ja, ich komm ja. Er gehört zu Stars. Das könnte nützlich sein. Wo ist der Kopf hin? Weiß nicht, mir egal. Erledigen wir den Job. Mhm. Wenn unsere Infos noch stimmen, dann ist Bart im Stars-Büro. Finden wir ihn und nehmen ihn in Gewahrsam. Jo. Gewahrsam? Ich dachte, das ist eine Rettung. Das ist doch ein sehr guter Plan von ihm. Carlos, sieh dir das an. Hab das Stars-Büro gefunden. Erstmal die ganze Munition, Carlos, wieder mitnehmen. Beweg deinen Arsch hierher. Jetzt gab's hier oben nichts mehr, aber unten war noch die Pflanze. Bereich ist sicher. Bereich ist sicher. Gucken ist noch, ne? Sicher, sicher. So. Das Tor hat noch nicht offen. Kommt ja noch das Gespräch. Denk dran, Bart hatte Zugriff auf Umbrellas dunkelste Geheimnisse. Er weiß, dass wir ihn in unsere Gewalt bringen wollen. Also ist diese Such- und Rettungsmission eher finden und festnehmen. Okay, gut zu wissen. Ich mach's Tor auf, dann kannst du durch. Du bleibst hier und findest raus, was in der Station los war. Ich sag dir, wenn ich was finde. Hey, sei vorsichtig. Also an der einen Stelle auf jeden Fall auch, Mann. Gleich dann eher lieber das Sturmgewehr nehmen, um mich da hoch rauszuballern. So, das lesen wir mal durch. Dann holen wir nochmal die Sturmgewehrmunition hier raus. So, wir checken jetzt einfach nochmal schnell diese ganzen Sequenzen, die noch da waren. Was zur Hölle war das denn? So. Dann müssen wir uns das nächste Mal nicht nochmal angucken, denn ich werde jetzt das Spiel hier nochmal speichern. Dann fällt der ganze Anfang dann mit Brad dann wenigstens weg. Und dann hoffe ich, dass ich das noch nicht nochmal machen muss. Dann packen wir nämlich auch hier die Kräuter hier nochmal in die Kiste rein. Wer weiß, wie viel ich hier noch aufheben muss mit dem. Oder lasse ich dabei? Ich habe noch 4 Plätze frei. Finden wir zu viel? Die Blendgranate finden wir auf jeden Fall. Ach komm, lagern wir die ein. Okay, Leute, es geht in der nächsten Folge weiter. Dann spielen wir hier Carlos und sind hier unterwegs im alten Polizeirevier, was wir aus Teil 2 geliebt haben. Also, ich hoffe, euch hat die Folge heute ein wenig gefallen. Also mit den ganzen Zusammenhängen, wie sie das gemacht haben. Das gefällt mir sehr gut, dass man nochmal dieses Szenario so durchläuft und Sachen erfährt,
wie sie im zweiten Teil überhaupt dazu gekommen sind. Also wie der Polizist eben gebissen wurde von Brett und so weiter. Ja, man hat ihn ja immer nur gefunden und dann war er schon gebissen und wie das passiert ist, hat man halt nie gesehen. Und jetzt hier, wenn man beide Spiele dann hintereinander guckt, dann hat man da den klaren Überblick über alle Szenarien und alle Geschichten. Finde ich eigentlich ganz, ganz nett gemacht, dass sie das so gemacht haben. So hat man das auf jeden Fall ein Gefühl, dass die Spiele aus einem Guss sind und zusammengehören. Also das ist echt, echt toll. Also danke fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zur nächsten Folge mit Carlos. Ciao, ciao.